ich mir das hier alles wieder anlesen. Koordinaten. Sekunde, ich google gerade. Koordinaten E18 an der Küste direkt zu E19 hin. E18. Okay, dann schnappe ich mir ein Boot. Ich bin genau auf der anderen Seite der Insel. Du kannst fliegen, das geht sehr schnell. Ah, okay. Da mittlere Maustaste drücken und dann No-Clip, da kannst du dann durch die Map fliegen. Bauen da aber auch geile Sachen zusammen teilweise, echt. Noclip. On my way. Das muss der echt PvP-Gruppe von 5 Leuten auf dem Server, ey, da kannst du auch richtig dicke Sachen bauen. Ganz schön voll hier. Ja, ich habe den US-Server leider nicht gekriegt, der wurde mir nicht angezeigt. Kannst du bei Rust, kannst du den online, siehst du den in der Serverliste, aber wenn du das von hier aus Japan aus startest, wurde dir nicht angezeigt. Wieso finde ich denn jetzt dieses Video nicht mehr? Das kann echt nicht sein. So, da habe ich aber ein anderes Video gefunden, das von da kam. Hier schweben Bäume in der Luft. Wie haben sie das denn gemacht? Das ist ja auch witzig. Und das ist wohl eine Krümmung. hinter dem Abandoned Supermarket. Ne, 17, 18. E18 direkt an der Küste. Okay. Dieses komische Kastell da. Wahrscheinlich. Jetzt komme ich hier nicht raus. Nee. Hier, ich fliege hier über dem Holzding, ich sehe rumlaufen. Ich fliege auch gerade noch. Bis hier in dieser komischen Bucht, oder? Ich Da bin hier in hinten. dieser Bucht. Okay, hier ist ein ziemlich. Das ist nicht so groß. Bombay, ja, das ist Das, richtig. da müsste es Ask nämlich the haben. owner for access. Wie? Sieht ja seltsam aus. Gar keine Textur drauf. Wird wahrscheinlich noch geladen.
Sieht aus wie vom Reißbrett. Ja, das war echt witzig, weil ich halt echt das, was ich aufgemalt habe, tatsächlich genau so gefunden habe. Gut, er hat es ganz anders umgesetzt, als ich es im Kopf hatte, aber die Grundform war identisch. So, hier ist doch ein Dreieck frei. Also. Ja, hast du doch auch im Boden. Da musst du ja einfach nur eine dreieckige. Einen dreieckigen Boden reinsetzen. Das dürfte doch gehen. Im ersten Stock. Wie gesagt, ich finde, warum finde ich das denn jetzt nicht mehr? Es kann doch nicht wahr sein. Base Design Rust. Ich glaube, das war das Einzige, was ich da gegoogelt habe. Dann wirst du aber erschlagen von Infos. Ich hab's. So, ich poste dir das mal hier in das Discord. Bin ich auch wieder hier in dem Spiel drin. Ja, ich sehe dich. Also wie gesagt, das Dreieck müsste da unten eigentlich reinpassen. Noch mal alles weg, was ich hier machen wollte. Ich zeige dir das jetzt mal von vorne. Unlootable gibt es nicht. Worauf du da ein bisschen achten musst, ist halt, wie alt ist das Video? Weil wenn es ein Upgrade gibt, gibt es auch neue Designs. Das habe ich mir schon gedacht. So hatte er das gebaut in dem Video. Was ist das denn? White Tube? Kann ich auch nicht. Und wenn ich jetzt versuche, da Wände reinzubauen, geht das nicht. Sagt dann not enough space. Ja, ich kann es auch mal probieren hier ein Stück weiter.
So, das ist YouTube ohne Werbung, okay. Was für ein Quatsch. Ach, oder hat er das einfach hier mit A-Mod gemacht? Dann hast du das automatisch abgedichtet unten. Das hat er wahrscheinlich gemacht, der Sack. Automatisch abgedichtet. Na, jetzt habe ich alle drei Fundamente, habe ich jetzt gearmort. So, und dann hast du unten im Prinzip automatisch die Wände da drin. Vorher konntest du unten reinkrabbeln und jetzt geht das nicht mehr. Das ist richtig, ja. Okay, das war wahrscheinlich der Trick, den er da benutzt hat. Okay, also er fing so an, das Dreieck in der Mitte, aber unten. Und dann auf einer halben Höhe edit er. Genau, hast du das auch so gemacht? Genau. Dann mache ich das auch mal so. Hier. So, wie funktioniert das hier? Ich hole mir erstmal Stuff. F1, Items, Construction, Resources. Tausend davon. Spaß, ne? Okay, und schon falsch. Okay. Gibt es hier so einen Remove-Befehl? Das Remove funktioniert über mittlere Maustaste und dann Clear Something und dann kannst du alles wegmachen. Oder halt Shift-R. Danke. Shift R. Wie das mit dem Remove bei uns auf dem Server funktioniert. Halt das, was du anguckst. Shift-R und dann.
So, ich gucke dem Kollegen da mit Viertelgeschwindigkeit halt jetzt gerade mal zu. Die meisten können das aber besser. Okay, jetzt hat er das alles abgegradet. Hast du den Ton ausgestellt? Ich habe wieder irgendwas falsch gemacht. Mich auch.
finde das so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was der da macht, ehrlich gesagt. Bitte? Ich finde es ziemlich schwer nachzuvollziehen, was der da macht. Hat das auf jeden Fall schon sehr oft gemacht. Eher nicht. Komm, ich lasse das hier mal normal durchlaufen. Vielleicht mache ich das ja eher. Sehr gut. Das fehlte mir, der Überblick. Soweit. Ich bin bei 1 Minute 50. Oh, TC. Schauen wir mal, was er da so. Was hat er denn da so? Von ein paar Tissot Furnace. Werk
Das wollen wir selber bauen. Sehen können. Gut. Schauen wir mal weiter. Also Furnace da unten rein. So. Dann mal weiter. Wie weit bist du? Ich weiß es gar nicht. Ich fokussiere. Das ist immer gut. Also den Eingang hast du nicht so gemacht wie er. Nee. Also noch nicht geupgradet. Hat auch kein Research Table drin. Also ich würde nur eine Ecke mit vielen Boxen machen. Vier große Boxen und ein paar kleine reicht, die brauchen nicht acht. Obwohl, auf so einem großen Server, auf so einem PvP-Server, wenn du nur 1000 packen kannst, brauchst du natürlich immens viele Boxen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das geht. Er hat halt die halben Wände genommen und dann wieder rausgemacht. Da weiß ich gar nicht, ob die da noch heben. Doch, das geht. Die Böden. Hier geht das, ja. Das
ist natürlich, haben die beiden Looträume haben nach außen hin nur eine Wand. Eine Amorwand. Das reicht ja eigentlich nicht. Oder macht er da noch Dreiecke dran später? So, mein Programm hängt. Ach so, Dreiecke habe ich schon dran gemacht, Unlootable okay. T-Symbol. Obwohl, das ist eine Woche alt, das Video. Also Was. könnt ihr ja gut hinhauen. Siebter. Ich habe hier gerade nur 3 FPS. Why? Sad is dead, babe. Sad is dead. Rausgeflogen. Unresponsive. Hörst du mich noch? Gut. Dann ist die Leitung noch da. Und moin Schnitzel. Morgen war ich beim Arzt, sitze im Wartezimmer. Da kommt eine sehr gut aussehende Frau mit grau-silbernen Haaren rein. Und drückt mir eine Karte in die Hand, eine Autogrammkarte, nachdem sie sich schon gesetzt hatte. Nee, wie nennt man das? Visitenkarte. Wer war sie noch so? Wo habe ich die denn? Gerade irgendwie jetzt zwischen den Papieren gekommen. Warum reconnectet der denn jetzt nicht?
von einem Hexenladen. Und meint, das könnte sie vielleicht interessieren. Geil. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr esoterisch bist du? Esoterisch. Esoterisch. Im Sinne von Aberglaube? Nee, ich dachte hier eher an so Salzkristalllampen, die hier Energien freisetzen. Geht auch Minus? Minus geht auf jeden Fall auch. Das hat man eigentlich nicht zugelassen auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, aber auf einer Hexenskala schon. Also so minus 10 würde ich sagen. Das ist gut. Nee, dafür bin ich leider wirklich zu logisch gepolt. Das ist ja so ein Ding, was ich bei den Ossis immer so ein bisschen belächle. Solange das halt nicht Ausmaße annimmt. Ich bin ja der Ansicht, ich meine, das ist jetzt fast 30 Jahre her, ne? Dass die Mauern geöffnet wurden und die Flut kam. Das sind auch so diese Worte, weißt du? Es heißt ja zum Beispiel Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsstrom. Das sind schon so Wortspielereien, die sind schon ganz schön auf der einen Seite clever, ja, je nachdem, wer die für seinen Populismus benutzen will. Aber das klingt so, ich habe dann direkt so Bilder im Kopf wie bei World War Z. Kennst du den? Diesen Zombie-Film mit Brad Pitt. Moment, du stotterst, weil ich wahrscheinlich gerade connecte. Okay, das ist auf jeden Fall wesentlich trickier, als ich dachte. Ja, du musst es halt einmal verstanden haben, dann baust du das auch in 5 Minuten, wenn du die Ressourcen hast. Ein dreidimensionales Vorstellungsvermögen vorausgesetzt. Nun komm. Die Möbelpositionierer ist wirklich nicht gut gemacht, ey. Da bin ich noch gar nicht. Unter den Research-Tisch passt eine Kiste. Ja. Auch unter die Workbench und so. Da passen nur kleine drunter, oder? Nö. Unter Umständen auch große.
kommt nicht auf den Server. Diese ganzen 10-Jährigen hier, ey. Woher weißt du, dass sie 10 sind? Weil die so einen Spaß haben mit ihren MGs. Das können nur 10-Jährige sein. So. Hast du es mitbekommen mit World War Z? Ich habe ihn gesehen, mehrfach. Du hast ihn mehrfach gesehen? Okay. Der Brad Pitt-Film, oder? Ja, mit diesen superschnellen Zombies. Ja, total aggro in dem Film. Und wenn ich sowas, also wenn ich Flüchtlingsstrom oder Flüchtlingswelle höre, dann denke ich an sowas. Weißt du? Geil. So, und das ist halt eine Art mit Worten zu spielen. Eine Unart, wie ich finde. Weil es klingt halt wirklich total aggro. Ja. So, egal, wo waren wir? Genau, DDR wird aufgelöst, die Mauern fallen, keiner hat die natürlich gefragt, aber jetzt sind sie alle frei. Und landen in der BRD. Wo alles ganz anders ist. Die Sprache ist dieselbe und ich denke, das war einer der großen Fehler, dass man nämlich völlig versäumt hat, diese Leute, so wie das heute gemacht wird, zu versuchen zu integrieren. Ja? In unser System. So, und was, wenn ich jetzt heute so YouTube gucke, und egal, was für eine Verschwörungstheorie das ist, ja, von der flachen Erde über die Mondlandung und 9/11 zu der Firma BRD, ja, Reichsbürger und so. Ich habe sie auch nicht. Das sind alles Ossis. Ich meine, du hörst sie ja reden dann in den Videos. Ne? Wo gibt es die wenigsten Ausländer? Im Osten, ja, so, da gibt es so ein paar Flüchtlingsheime, aber wo ist scheinbar die Angst vor Fremden am größten? Da, wo nie welche waren, im alten Osten. Ein Schwarzer in der DDR, was meinst du, wie der angeguckt wurde? Ja, wenn es überhaupt welche gab. Vielleicht mal irgendwie Diplomaten oder was, keine Ahnung. So. Und so meine Vorstellung ist halt irgendwie die, dass die so im Internet dann diese ganzen komischen Verschwörungen entdecken und voll drauf abfahren. Und sowieso diese ganze Verschwörung. Du kannst, wenn ich irgendeinen Artikel lese heute, ja, ist egal in welcher Online, also Online-Ausgabe der Zeit, der Süddeutschen, Sternspiegel, Handelsblatt, egal. Die Merkel. Der dritte Kommentar ist die Merkel. Weißt du, es ist egal, worum es geht. So, und da sind Leute unterwegs. Das ist unglaublich, echt. Und jetzt musst du mal. Das war ja auch so großartig, ey, dieser mit dem Deutschlandhütchen. Alter, ey. Ja, dieser, wie sich dann rausstellt, LKA-Beamter. Der ist auch noch vom LKA, echt. Also da musst du dir doch vorher denken. Der weiß natürlich so diese Geschichte von wegen, wenn du halt ein paar Minuten auf den draufhältst,
dann wird es halt wirklich persönlich. Und dann kannst du dem sagen, Kamera weg. Ne? Am Anfang bist du halt im öffentlichen Raum unterwegs und da kann dir keiner was, wenn er sagt, ich filme nicht sie, sondern das, was hier passiert. Und dann stellt er sich genau vor die Kamera. Und in dem Moment, wie gesagt, dann ist das nicht mehr Öffentlichkeit, dann geht das jetzt hier in Richtung Privatsphäre. Und als Mitarbeiter beim LKA dürfte der sowas wissen. Ne? Das wissen die meisten Leute nicht. Wenn du jetzt wolltest, du bist auf einer Demo und du willst, dass jemand aufhört zu filmen, dann hältst du dem 2 Minuten deine Visage in die Kamera und dann musst du die Kamera wegtun. Da muss der aufhören zu filmen. Und genau das hat er gemacht. Ja, das stimmt aber gar nicht. Doch, das stimmt. Also das hat der Spiegel ein bisschen anders dargestellt. Da haben sie Juristen befragt. Und in dem Moment, wo er das Kamerateam anbrüllt und sagt, hier Lügenpresse und sie begehen eine Straftat, hat er sich ja im Prinzip dem öffentlichen Interesse in den Weg gestellt. Das heißt, er hat das Interesse auf sich gezogen. Er hat Ja, keinen Bock auf genau. die Kamera, der hätte einfach abhauen können. Genau, das meine ich ja. Er hat das Interesse auf sich gezogen, weil er weiß, dass wenn sie nur ihn filmen, die Geschichte halt eben in seine Privatsphäre eingreift. Und das ist, in dem Fall kann er dann sagen, ihr müsst die Kamera runternehmen, ihr filmt mich. Das ist schon richtig so. Und diese ganze Lügenfresse. So was kannten die halt nicht. Ne? Das gab's. So, ich stelle mir immer vor, so ich hatte mit der DDR früher gar nichts zu tun. Ich habe da keine Verwandten, ich war nie dort. Ich kann es halt so nur so von außen jetzt beurteilen. Von wegen, die eine Hälfte sind hier EMs, ja? Und Ja, beobachten für den die andere Staat Hälfte. die andere Hälfte, ja, die sich also beobachtet fühlt. Ja, die einen beobachten, die anderen fühlen sich beobachtet oder werden beobachtet. Und genau dieses Misstrauen, das finde ich halt in jedem dieser Kommentare wieder. Ja, in jedem so Misstrauen gegen alles und jeden und gegen den Staat sowieso. Ja? Oder wenn dir jemand erzählt, die Erde ist rund. Und das ist kein Zweifel, das ist halt Misstrauen. Zweifel, Skepsis, das sind ganz andere Sachen. Das hier ist Misstrauen aus Aberglaube. So, ich weiß es nicht, ich glaube es auch nicht, und dazwischen ist dann irgendwo der Aberglaube. Und Aberglaube halte ich halt für wirklich, sehr gefährlich. Weil daraus Dinge entstehen, die einfach Exorzismus. Ja? In Polen werden seit 2, 3 Jahren werden Psychologen, die lassen sich umschulen zu Exorzisten. Weil die Katholiken voll auf der Mission sind, von wegen, nee, also exorziert wird mehr als in irgendeinem anderen Land. Und Leute, die dann gehen diese Psychologen in Klapsmühlen und sagen, die Leute sind nicht krank, die sind vom Teufel besessen. Und Schade. stecken diese Psychologen und Psychiater, die da arbeiten, stecken die an mit ihrem komischen Glauben. Und es ist einfach, das sind so Filterblasen, ja, in denen die sich da bewegen und wo dann Dinge wahr werden, die völliger Quatsch sind. Diese Flacherdengeschichte, wenn du da mal guckst, wer da YouTube-technisch unterwegs ist und versucht, das irgendwie zu begründen, auch so mathematisch und mit Formeln und mit, ja, das sieht man doch. Die haben überhaupt keinen Plan von Mathematik
Die plappern nach, was sie irgendwo gelesen haben, vielleicht auf Englisch oder so, und übersetzen das ins Deutsche, haben aber überhaupt nicht verstanden, was sie da selber erzählen. Das ist die Google-Universität, die wirst du wohl nicht in Frage stellen. Die Google-Universität hier. Unglaublich, echt. So, und was entsteht daraus? Diese ganzen Abneigungen gegen Europa, gegen Ausländer generell, gegen Flüchtlinge speziell. Eigentlich gegen alles, gegen den Staat generell, weil der ist nämlich, weißt du, plötzlich keiner, jetzt haben nicht alle eine Arbeit, ja, jetzt haben nicht alle einen Kindergartenplatz, und das hatten sie früher alles, ja, das gab es früher alles, auch wenn die Arbeit darin bestand, irgendwie neben der Rolltreppe zu stehen und darauf zu achten, dass alle die Rolltreppe ordentlich benutzen. Das war dann auch ein Job. Ja. So kann man natürlich auch für Jobs sorgen. Nee, da wurden ganz, ganz, glaube ich, ganz große Fehler gemacht. Also was die Integration und so anging. Die fand gar nicht statt. Und ich denke darum, weil man dachte, okay, die sprechen ja auch Deutsch. Die werden sich halt schon von alleine integrieren, ne? Auch wenn es damals so witzige Sachen gab wie, der kann doch gar kein Ostdeutsch. Weißt du, dieser Spot damals? Oh Gott. Was waren das noch? Aber Chef, der kann doch gar kein Ostdeutsch. Ja, das habe ich doch nicht gehört. Der kommt zum Wessi in den Osten und arbeitet dann irgendwie in so einer Autoreparatur oder so. Und macht alles falsch. Und der Chef erklärt ihm das dann alles. Aber eben auf Ostdeutsch. Und dann irgendwie, das war so eine Kampagne. Und da wurde das genau umgedreht von wegen, lass dich nicht hängen, lern Ostdeutsch oder irgendwie sowas. Aber natürlich sind das auch nur so Vermutungen von mir, ne? So wie das hier 10-Jährige rumballern. Muss man auch upgraden, extra. Muss man sie nicht upgraden? Den einen kannst du upgraden, den Rest kommt nicht mehr dran. Das ist kompliziert, ey. Wenn ich den hier richtig verstehe,
Weil der Witz ist ja, du kannst hier gar nichts kaputt machen. Weißt du, warum schießen die? So, fertig. Ja. Bin gerade mal im Erdgeschoss. Man hätte die Workmenschen nehmen, die Kiste bestellen sollen. So, das ist aber ganz schön stressig. Ey. Da bist du 80 Mal gestorben, bis du das hast. PvP-Förderverband. Das hat mich jetzt fast 2 Stunden gekostet. Na gut, aber mit.
klar zu kommen und lernen, wie man auf dem Ding umgeht und so weiter. Das weiß ich von heute. Ja. Und wie ich auch schon mal meinte, was am längsten dauert, ist die Konzeption in dem Sinne. Und wenn du das dann erstmal drin hast, dann geht das anders, dann geht das nachher ratzfatz. Ich glaube, die Hütte an sich habe ich jetzt fertig. Siehst du auch deine Sphäre und das Ding drumherum. Ja. Und an die habe ich mich nämlich erinnert, von wegen der Geschichte dann da mit dem, ob das möglich sei, das zu machen. Also da drauf zu bauen, ne? Oder ja, drumherum zu bauen, das einzuschließen. Du bist aber hier, auf jeden Fall hast du da schon ein bisschen mehr Übung drin als ich. Wieso? Naja, weil du das doch relativ schnell hingekriegt hast. Jawohl, ungefähr beide gleich lang. So, der Spaß kostet. $650 High Quality Metal ist natürlich übel. Ja, das habe ich bei meiner Pyramide jetzt. 600 für das Dach auf allen vier Seiten, weißt du? Was ist das denn? Ist das der Armor, der das kostet, oder das Sheet Metal? Haku Metal. Armor. Sheet Metal sind diese rostigen Dinger. Und kannst ja mal gucken, also Sheet Metal oder andersrum, Stein hat 500 HP,
Sheet Metal hat 1000 und HQ oder Armored hat 2000. Das heißt, das ist halt der Punkt, da müssen die durch. Das heißt, die einzige Funktion zum Beispiel des zweiten Stocks besteht nur darin, ja, Wand zu sein. Die Dreiecke hier an den Seiten, einfach nur Wand. Ne? Da ist ja nichts drin. Ja. Das ist aber schon relativ stressig, ey. So, schade, jetzt ist es schon so spät. Ich wollte doch eigentlich noch ein bisschen looten gehen. The building is decaying. Der Upkeep ist 103 High Quality Metal pro 24 Stunden, das ist natürlich übel. Ja, wie gesagt, ich habe 600 HQ Metal pro 24 Stunden bei meinem Dach, bei der Pyramide. Pro Tag. Aber ich Ich dachte mal, die produziere, hier. also ich fördere halt in 3 Stunden diese 600 Metal. Und damit mir das keiner klaut, habe ich es eingebaut. Ne? Also das eine gibt das andere. Und ich wollte eigentlich nur Steine haben. Das HQ Metal ist ein Nebenprodukt der Steinförderung. Und dann habe ich gedacht, hey, wenn ich die eh förder, warum benutze ich die nicht für das Gebäude? Und außerdem sieht es cool aus. Weil da kann uns das ja egal sein, ne? Mit dem Upkeep. Ja, so, wieso habe ich denn? Ich habe ja gar keine Ressourcen hier. Wie kann ich denn? Das heißt, es zerfällt einfach das Gebäude. Nee, geh mal auf F1. F1 klicken, Ja. dann auf Items. F1 öffnet den. Ach so, du Die meinst Konsole und dann die hast du da Konsole. oben noch Menüpunkte. Gehst auf Items. Und dann auf Resources. Resources. Und dann hast du da, dann, wenn du sagst, geh mal auf irgendwas drauf, zum Beispiel auf die Steine in der Mitte. Ja. Und dann, wenn du Arm sagst, dann bekommst du 1 ins Inventar. Oder du gehst auf 100 oder auf 1000 und bekommst entsprechend 1000 ins Inventar. Cool. So, darum Sandbox-Server, ne? Du gehst jetzt nicht hier erstmal farmen oder so. Du kannst dir das alles direkt aus diesem F1-Menü rausholen. Und das legst du dann in den TC. Und alle anderen Items auch. Ich meine, wo Ja. hast du die denn jetzt her gehabt? Was denn? Ja, wo hast du denn jetzt zum Beispiel deine, keine Ahnung, her gehabt? Irgendwas. Das habe ich einfach gebaut. Okay. Konnte ich einfach alles die ganze Zeit bauen, ohne Stress. Ja, ich habe auch keine Lust mehr. Ich weiß jetzt, was er meint. Kann ich hier meine Skins benutzen? Ja,
Vor allem, wo ist der Eingang? Habe ich den verpasst? Du hast keine Treppe gebaut. Hat er eine Treppe gebaut? Weiß es nicht mehr. Ganz am Ende oder was? Haben die unterschiedliche Stackgrößen hier oder was auf so einem normalen Server? Theoretisch, so, dass 1000 Steine genauso viel Platz braucht quasi wie 100 High Quality Metal, ist das so? Ja, 1000 ist die maximale Menge. Ja, aber ich kann auch das HK-Metal nicht stacken. 1000. Nee, nicht auf 1000, nur auf 100. Ich habe 1000. Hast du 100 genommen? Also ich kann es in den TC kann ich es nicht stacken. Doch. Oh, warte mal, ich habe 100 drin. Ja, hast recht. Ja, das ist der normale. 100 ist das Ach, das normale ist ja dann, ja. jetzt echt 100, das ist ja scheiße. Ja, dafür ist es dann unraidable, naja. Das ist ja dann auch noch mal hier so ein Das brauchst du ja Xboxen, um das hier zu lagern. Das ist wirklich zu groß für eine Person. Ja, es ist ja auch Duo, ne? Sagt er. Das ist ja auch du. Duo, also für zwei Leute. Es gibt halt Server, die erlauben zum Beispiel nur alleine zu spielen, also solo. Andere erlauben Duo oder Trio. Und bei anderen Ja. wiederum ist es unbegrenzt, wie groß die Gruppe ist. Aber in vielen, ja. Es sind so die üblichen 1, 2 oder 3 oder ganz viele. Und entsprechend erlauben die dann halt, oder entsprechend baut man dann auch die Basen. Weil du für zwei Leute halt einfach mehr Stuff brauchst als für drei. Weniger als für zwei, meinst du? Höher? Was? Ich habe es nicht verstanden. Aber ich glaube, ich habe verstanden, was du gemeint hast, deswegen passt das. Naja, auf manchen Servern kannst du nur Solo spielen. Zum Beispiel Metashi ist Ja. ein bekannter deutscher Spieler und Streamer. Der hat einen Server, auf dem darfst du nur alleine spielen. Das heißt, du darfst nicht mit anderen zusammenarbeiten. Wenn du bei sowas erwischt wirst, dass zwei zusammen irgendwas zusammen machen, dann kannst du die melden und dann fliegen die vom Server, dann werden die gebannt. Also das wird auch sehr ernst genommen. So, als es erstmal bei Metashi um Server war, wir kannten uns halt schon und dann meint er, hier so und so, da wurden die Boote gerade neu eingeführt. Und dann meint er, pro Tipp, Ja. nimm dir so ein Boot und dann kannst du da erstmal rausfahren und eher in Ruhe ein bisschen looten. Weil wenn du fährst, dann kannst du keine Waffe benutzen. Ne? Das kleine Boot mit dem Außenborder. Kannst du keine Waffe Ja. benutzen. Und wenn du auf dem Boot stehst, dann ist es ziemlich schwer, jemand abzuschießen, weil das Boot wackelt. Also bist du da draußen relativ sicher. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ging auch gut.
direkt ein paar schöne Sachen gefunden. Vorher natürlich eine Base gebaut, ne? Aber es ist halt, wie gesagt, ich habe ja auch Jahrzehnte jetzt schon Counter-Strike gespielt und dieses einfache Rumballern brauche ich nicht. Raiden, ja. Wie gesagt, ich baue lieber auf statt ab. Ich will es halt auf jeden Fall mal PvP spielen. Also sobald das hier 2 Wochen losgeht, will ich auf jeden Fall auf den PvP-Server mal. Du kannst ein Trick, so diese Vibes sind nicht unbedingt. Viele halten sich halt an Facepunch, an die Entwickler. Die haben ja auch ein paar Server. Und wenn die einen Vibe machen, meist auch im Zusammenhang mit einem größeren Update, dann werden auch andere Server gewiped. Aber es gibt auch viele Server, die einfach zwischendurch mal wipen. Oder Server, die einfach neu aufmachen. Und in dem Sinne dann natürlich auch einen Vibe machen. Ja. Und die findest du einfach, wenn du bei der Serversuche das Datum von heute eingibst. Dann findest du einen Server, der heute gewiped wurde. Okay. Und da kannst du dann im Grunde jederzeit drauf. Dann kannst du da drauf und fragst nach, ob es auch einen Blueprint-Wipe gab. Also ob auch die Blueprints gelöscht wurden. Und wenn ja, dann hast du halt sehr gute Rein. Voraussetzungen, weil eben alle ganz neu anfangen. Treppe hat er gemacht. Der Kollege da hat gar keine Treppe gemacht. Der steigt wahrscheinlich mit einer Leiter ein. Ist auch okay. So, neue Tür drauf. Bei den Türen solltest du auch darauf achten, wie die aufgehen. Damit die sich zum Beispiel gegenseitig sperren. Also stell dir vor, Ja, das das hier, ist das halt nervig, ist weil so eine sogenannte wie nennt sich das? Airlock. Airlock, genau, eine Schleuse quasi, ne? Und komm ich mal rein. Ich mache auch mal eine Treppe davor. Jetzt stell dir vor, du wirst verfolgt und schaffst es halt zu deiner Base und läufst da rein und dann erwischen sie dich aber, als die erste Tür noch offen ist. Und du hast die zweite aber auch schon aufgemacht. So, und dann sperrt die. Ja, die können da reingucken, aber sie sehen nur das, was sie gerne hätten. Weil Also, wie gesagt, die probieren Tür und dann die sperrt. Tür schließen. Ne? Du kommst nicht Ja, aber rein. kannst du die Tür einfach zumachen? Ich kann das, aber die können das nicht. Echt? Ist ja meine Tür. Ja. So unrealistisch. Nö. Wieso? Wenn die Tür offen ist, machst du sie einfach auf. Die Tür Also in ist ja der schon Realität offen. meine ich. Ja, wie gesagt, auch wenn sie sperrt, drückst du halt ein bisschen dran und machst so ein Nee, bisschen bei, dann passt nee, das. das können sie aber nicht. Ja, aber man sollte es können. Nö. Also ist schon besser, dass man das nicht kann. Okay, so. Ich mache jetzt mal Feierabend, ich mache hier mal zu.
muss ich mir nochmal was anderes überlegen. Das ist mir zu stressig. So kann ich kein PvP anfangen. Ich muss was Kleineres bauen. Ich kann dir gern mal meine zeigen. Auch auf dem Server oder was? Auf unserem Server. Achso, okay. Nicht heute. Wann du möchtest. Ja, ich hätte so gerne ein bisschen gelootet. Ja. Aber ich muss schlafen gehen. Ja, dann. Ich wünsche dir was, Tim. Es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, hier ein bisschen rumzubasteln. Hast du mich ganz schön angefixt mit dem scheiß Rust, ey. Rust. Genau. Ja, so schön. Bug, ich bin aus. Die Tür hat mich aus dem Haus rausgekickt. Okay. Das ist ja ein schöner Exploit, denn da kannst du aus dem Haus raus, ohne dass du eine Tür aufmachen musst. Du hast bestimmt in diesem komischen Menü irgendwas eingestellt. Ich weiß es nicht. So, ich mach Feierabend. Also ich wünsche dir was. Ja, ich dir auch. Bis dann, Gute tschüss, Nacht. tschüss. Tschüss. Jo, kurze Streampause hier, Moin Peel. Und dann sind wir wieder in heimischen Gefilden unterwegs. Ich muss meine Pyramide, meinen Titty Twister noch fertig bauen. Musst du dir mal angucken, Pale, das sieht geil aus. Bis gleich.